An diesem Wochenende haben Nicole und Felix mit der Familie ihres Bruders ein Hausboot gemietet. Hallo! Na, schön, dass ihr da seid. Mensch, ihr seid ja groß geworden. Hallo, grüß dich. Hallo. Grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Super. Oh, ich freue mich auf ein Wochenende mit euch. Cool. So, Kinder, ihr zieht mal hier noch die Westen an, bevor es aufs Boot geht. Genau. Machen wir das hier zu. Ja, und los. Nach der Begrüßung geht's an Bord. Felix zeigt den Kindern das Schiff. Genau. Und wie ihr schon seht, hier sitzt der Steuermann und die zwei planen schon unsere Tour. Und guck mal, hier ist das Ruder, mit dem lenkt man. Und das ist der Gashebel. Nicole und ihr Bruder nutzen die Charterscheinregelung. Das geht folgendermaßen: Zündschlüssel einführen, den Schalthebel in. Nach einer ausführlichen Einweisung in Bootstechnik und Fahrgebiet kann jeder Kapitän auf Zeit sein, ohne einen Bootsführerschein zu besitzen. Schaffen wir. Dankeschön. Jetzt kann die große Fahrt beginnen. Man sagt, Hausbootfahren sei die Entdeckung der Langsamkeit. Heute bin ich beim Kanu. Beim Kanufahren war ich besser, aber sie macht es ganz gut mit der Steuerung. Aber kann ich auch ein bisschen Befehle erteilen. Ja, sie hat ja auch Leinen. Die Einweisung bekommen. Das stimmt. Ja. Die ganze Familie freut sich, die Hektik des Alltags einmal an Land zu lassen und Menschen und Landschaften in aller Ruhe vorbeiziehen zu lassen. Hausboottouren findet man in den schönsten Regionen in ganz Europa. Auf so einem schwimmenden Ferienhaus ist je nach Größe Platz für 2 bis 12 Personen. So kann man gemeinsam mit Freunden oder Verwandten einen erlebnisreichen Urlaub verbringen. Und nicht nur für Kinder ist das Erlebnisurlaub pur. Ich finde es auch toll, so als Familie, das ist perfekt. Ja, man ist so unter sich einfach, es ist, man hat seine Ruhe irgendwie von also fremden Leuten, wie jetzt, man kann dann eben auch schwimmen gehen und so weiter, es sind nicht irgendwelche anderen Leute dabei, sondern man hüpft einfach rein ins Wasser. Ja, finde ich auch schön, man kann trotzdem alles so machen, trotzdem, kochen und schwimmen. Man ist und wie zu Hause, Sonnen. Aber doch draußen. Nach einem Vormittag mit vielen neuen Eindrücken ankern die 6 in einer kleinen Bucht. Das herrliche Wasser verlockt zu einem ausführlichen Bad. Lena zögert noch. Seefahrt und Baden macht hungrig. Kühle Getränke, frisches Gemüse und knuspriges Brot schmecken jetzt besonders gut. Ein gut ausgestattetes Hausboot verfügt neben dem großen Sonnendeck über Dusche, WC, eine voll ausgestattete Küche mit Kühlschrank und Herd. Viel Platz zum Schlafen und Wohnen runden das großzügige Raumangebot ab. Schmeckt's. Nach dem Essen wird der Anker gelichtet und es geht weiter auf Entdeckertour mit ganz neuen Berührungspunkten. Am Ufer taucht eine Fischräucherei auf, wo es auch ein Eis für unsere Seebären gibt. Wieder an Bord genießen alle die Fahrt durch immer wieder neue Reviere und auch Louis und Lena dürfen jetzt unter Aufsicht des Kapitäns das Schiff lenken. Die vorbeischwimmenden Schwäne werden mit den Brotresten vom Mittag gefüttert und langsam nähert sich unsere Crew dem Hafen. Die Mietpreise für so ein Hausboot sind ähnlich wie bei einem Ferienhaus. Sie sind abhängig von der Größe des Bootes, seiner Ausstattung und den unterschiedlichen Saisonzeiten. Es gibt ja auch noch Boote, also wo man auch nur als Pärchen drauf kann, so kleinere Boote. Es gibt aber auch noch größere Boote, wo man zu 12 drauf kann. Also das ist alles möglich. Und mal die Eltern noch mitnehmen vielleicht. Man ist echt raus aus der Stadt, man hat Ruhe, ist echt schön. Am Abend sind die Kinder nach so viel Erlebnissen bettreif. Na, sind die Kinder und die Erwachsenen lassen den Tag mit einem kühlen Getränk ausklingen.